Herzlich willkommen zum heutigen Webinar zum Thema Tabletop-Exercises üben für den Ernstfall. Ganz kurz noch zu meiner Person. Ich bin Senior Digitale Forensik und Incident Response Spezialistin bei der One Consult, jetzt dann knapp 2 Jahre. Habe ursprünglich einmal Forensik studiert in Lausanne und mich dann während meinen ersten Jobs langsam immer mehr Richtung Cybersecurity spezialisiert, wo ich heute tätig bin. Das Thema von heute, Tabletop Exercises. Wie wir alle wissen, nehmen die Bedrohungen im digitalen Raum immer mehr zu. Die Angriffe nehmen zu. Und heutzutage gibt es den Ausspruch, dass es nicht mehr die Frage ist, ob man angegriffen wird, sondern eher, wann man angegriffen wird. Und dies ja, kommt natürlich auch bei den Unternehmen an und man versucht sich bestmöglich auf Cyberangriffe vorzubereiten, dass wenn es dann eben wirklich mal dazu kommen sollte, wenn der Ernstfall eintritt, man bestmöglichst vorbereitet ist und diesen möglichst effizient und schnell lösen kann und somit auch den Schaden und das Ausmaß auf das eigene Unternehmen möglichst gering halten kann. Wie in vielen anderen Bereichen oder gerade wenn man die Analogie beispielsweise zum Nothelfer macht, jeder, der einen Führerschein hat, musste auch diesen Kurs durchlaufen. Dort ist die Idee eben auch einmal in einer Nicht-Notfallsituation durchzuspielen, wie es dann ablaufen würde, was zu tun ist. Genauso gilt dieses Prinzip auch bei Cyberangriffen, dass man auch dort sich gut vorbereiten kann, wenn man eben vorab schon mal diese Bewältigung, die Incident Response durchspielt und schaut, wie gut man vorbereitet ist und ob jedem auch klar ist, welche Rollen in einem solchen Fall wichtig sind, welche Verantwortlichkeiten verteilt wurden und wie man dort reagiert. Das Ziel über allem ist, die Readiness zu erhöhen, also vorbereitet zu sein, um eben dann wirklich im Ernstfall den Schaden so klein wie möglich zu halten. Viele Unternehmen haben hierfür Vorkehrungen durchgeführt, beispielsweise in Form von Incident Response Plänen, wo eben detailliert schon mal aufgezeigt wird, wie ist denn die Struktur während eines Cyberangriffs, wer muss informiert werden, wer beispielsweise ist Teil der Taskforce oder wie man auch immer die Gruppe nennt, die dann diesen Incident bearbeitet, welche Rollen müssen abgedeckt sein, welche anderen Abteilungen innerhalb des Unternehmens müssen involviert werden und weitere solcher Themen. Hier ein Auszug aus einer Beschreibung eines Incident Response Plans der CISA, also der amerikanischen Agentur für Cybersecurity und Infrastructure Security. Und dort eben ist auch ganz klar aufgezeigt, dass es natürlich wichtig ist, einen Plan zu erstellen und zu wissen, wie man vorgehen möchte. Aber so ein Plan ist eben dann nur Theorie. Und wie gut das funktioniert, was man auf dem Papier niedergeschrieben hat, sieht man dann erst, wenn man es eben in der Praxis einmal anwendet. Und somit, weil man dies dann eben nicht unbedingt erst machen möchte, wenn dann wirklich der Vorfall da ist, weil wie Sie sich denken können, ist es eine sehr stressige Situation, wo vieles auf einen einprasselt, viele Eindrücke, viele Probleme. Und umso wichtiger ist es deswegen, diese Szenario, diesen Vorgang einmal trocken zu üben, sozusagen, um eben zu sehen, wie gut diese vorbereitenden Maßnahmen, die man getroffen hat, die Abläufe, die man definiert hat und die Prozesse, die irgendwo niedergeschrieben sind, wie gut diese dann in der Praxis wirklich funktionieren. Und somit eben sehen wir auch hier, dass selbst eben von so einer hohen Stelle wie der CISA empfohlen wird, Notfallpläne, Incident-Response-Pläne, die erstellt wurden, auch in regelmäßigen Abständen zu beüben. Denn schlussendlich ist es bei der Cybersecurity wie mit vielen anderen Themen auch im Leben. Man muss sie üben, man muss Abläufe prüfen und einstudieren. Nur weil man weiß, es gäbe da etwas oder man müsste dann wahrscheinlich so etwas machen, hilft einem das nicht für die Praxis.
ja, ob es jetzt eben hier die Analogie zum Fußballspiel ist oder man eine neue Sprache lernt, wie auch immer, man muss die Dinge üben, um sie wirklich zu verinnerlichen und dann auch umsetzen zu können. Wenn man sich jetzt mit dem Thema Tabletop-Übungen beschäftigt, ist es hilfreich, wenn man sich mal grundsätzlich überlegt, was wollen wir eigentlich damit bezwecken? Warum wollen wir üben? Wie viel wollen wir üben? Und was ist das Ziel, das wir uns daraus erhoffen? Das heißt, man kann damit starten, sich einen sogenannten Trainingsplan zu erstellen, um eben genau mal diese grundlegenden Punkte in einem Dokument etwas zu definieren, wie eben das Thema Üben von Angriffen im Unternehmen behandelt werden soll. Dabei ist es ganz wichtig, einerseits zu wissen, wo man selber steht als Unternehmen, das heißt, wie viel Vorbereitung bereits getan wurde, wie viele Maßnahmen bereits umgesetzt wurden und was eben wirklich die konkreten Ziele sind, was man damit bezwecken möchte. Ganz wichtig ist es nämlich, dass man hier nicht schon mit der großen Übung für das ganze Unternehmen starten muss, möglicherweise mit ein paar Simulationen, die dann eben schon Alarme generieren, sondern man kann eben auch ganz im Kleinen beginnen, gar nicht komplex, Aufwand von ein paar Minuten und selbst das hat schon eine Auswirkung auf die schlussendliche Behebung eines Vorfalls. Was wir eben oft sehen, Unternehmen, die sich schon mal mit gewissen Themen auseinandergesetzt haben oder sich eben gewisse Fragestellungen schon mal gestellt haben, die sind einfach besser aufgestellt, wenn es sie dann wirklich mal treffen sollte. Wichtig ist, dass egal wie man diese Übung durchführt oder wo man startet, dass man jedes Mal eben auch eine Kleinigkeit daraus lernt und somit von Mal zu Mal darauf aufbauen kann. Das heißt, man beginnt im Kleinen und kann das dann ausweiten auf weitere Teams, auf komplexere Szenarien und somit wirklich einen längerfristigen Effekt haben. Denn schlussendlich möchte man ja nicht nur einfach einmal eine kleine Übung durchgeführt zu haben, beispielsweise des Inzidenz-Response-Plans, um ja zu sagen, jetzt sind wir compliant, wir haben den erstellt, wir haben den getestet, das passt, sondern es soll ja darum gehen, längerfristige Effekte zu erzielen und eben eine nachhaltige Verbesserung der vorbereitenden Maßnahmen zu erzwingen. Das heißt, es ist wichtig zu definieren, wie häufig möchten wir üben, wer soll beübt werden und schlussendlich, welche Ziele eben mit dieser Übung erreicht werden möchten. Und dabei natürlich auch nicht zu vergessen, die Nachbereitung, die eben sehr wichtig ist, damit die Erkenntnisse, die man aus der Übung mitnehmen konnte, dann auch einfließen können in die Vorbereitung und in die Verbesserung der Readiness auf Cyberinzidenz. Wie angesprochen, ganz zentral, was soll trainiert werden? Es gibt verschiedene Arten, wie so eine Tabletop-Übung schlussendlich durchgeführt werden kann. Da werde ich in Kürze darauf genauer eingehen. Aber um feststellen zu können, welche dieser Übungen man durchführen möchte, muss eben definiert sein, was man denn jetzt im Detail beüben möchte. Grundsätzlich für alle Übungen gilt natürlich das Prinzip, man möchte einen Notfall durchspielen, üben in einer stressfreien Umgebung. Wie angesprochen, ein Cyberinzident, gerade wenn er ein gewisses Ausmaß erreicht, eine gewisse Größe hat, ist das sehr schnell eine sehr stressige Situation, weil natürlich im besten Fall man diese ja so noch nie erlebt hat. Also es gibt ja wenige Unternehmen, die regelmäßig Opfer eines Cyberangriffs werden, sondern gerade wenn jetzt Thema Ransomware beispielsweise einschlägt, dann ist das natürlich eine sehr ungewohnte neue Situation, die einfach schon daher viel Stress mit sich bringt. Und das möchte man eben einmal beiseite lassen und einfach wirklich die Abläufe prüfen, die Zusammenarbeit im Team stärken und eben diese Vorbereitung erhöhen. Das heißt ja, ein zentrales Ziel ist natürlich zu prüfen, ob die Abläufe, die beispielsweise im Incident-Response-Plan erstellt wurden, so auch funktionieren, ob die Eskalationspfade funktionieren, ob man wirklich weiß, wer die Ansprechpersonen sind und wie man diese kontaktieren kann. Gleichzeitig ist es natürlich auch ein gutes Mittel, die Awareness zu schärfen,
um einfach aufzuzeigen, was Gefahren sein könnten, um vielleicht auch durchzusprechen, was eben gewisse Angriffe für einen Impact auf das Unternehmen haben können, um so auch zu sehen, was denn vielleicht auch die größten Risiken für ein Unternehmen ist, wo man am meisten mit zu kämpfen hat und wie man diese Probleme eben angehen kann. Gleichzeitig kann man durch Tabletop-Übungen auch feststellen, wenn es eben in der Vorbereitung auf solche Notfälle noch Lücken gibt, was eben vielleicht noch nicht bedacht wurde, welche Themen einem noch gar nicht bewusst waren oder man noch gar nicht wusste, noch gar nicht gemerkt hat, dass man sich da schon einmal mit auseinandersetzen müsste. Beispielsweise dann vielleicht, wenn es um Meldungen bei dem Datenschutz geht oder wenn es um Lösegeldzahlung geht, wie geht man damit um? Wie reagieren wir darauf? Das sind so Fragen, die man sich natürlich im Alltag eher weniger stellt. Aber wenn solche Diskussionen im Vorfeld schon geführt wurden, hilft das enorm für die schlussendliche Bewältigung von solchen Vorfällen. Es kann auch einfach ein guter Grund sein, einmal eine Diskussionsgrundlage zu schaffen, um eben einen ersten Anhaltspunkt zu haben, um gewisse Themen nochmal tiefer im Detail sich damit zu befassen und zu schauen, wie man sich eben auf so kleine Thematiken, die vielleicht im ersten Moment gar nicht so wichtig erscheinen, sehr gut vorbereiten kann. Und somit, basierend auf diesen unterschiedlichen Zielen, die eben eine Tabletop-Übung haben kann und auch den Personen, die darin involviert sind oder die daran teilnehmen, kann man Tabletop-Übungen grob in diese 5 Kategorien unterscheiden. Und hier sehen wir eben ganz oben, fangen wir wirklich im Kleinen an, was sehr einfach umzusetzen ist. Ich gehe dann im Verlauf auf die einzelnen Arten noch genauer ein, bis man eben am Ende dann wirklich schon bei einer sehr komplexen Übung ist, die auch mehr Vorbereitung natürlich benötigt und auch die entsprechende Zeit, die dafür freigeräumt werden muss. Das heißt, das Gedankenspiel, ganz simpel, sich einfach selber vielleicht auch mal zu überlegen, ich habe hier von einer Situation gehört, wie würde ich reagieren? Weiß ich, was zu tun ist? Weiß ich, wen ich informiere? An wen ich mich wende? Der nächste Schritt ist dann, dass man dieses Gedankenspiel in einer kleinen Gruppe durchführt. Also ein informeller Austausch, ganz ungezwungen, wo man ein paar Themen aufbringen kann und mal schaut, ich zum Beispiel würde so reagieren, würdet ihr auch so reagieren, habe ich irgendwas übersehen, dann kann man schon mal in einer kleinen Runde über ein Security-spezifisches Thema sprechen. Ein weiterer Schritt, da kommen wir dann langsam wirklich zu diesen Tabletop-Übungen im engeren Sinn, wenn man so möchte, wären dann formelle Workshops, wo man sich wirklich ein Angriffsszenario heraussucht und dieses dann beispielsweise in einem Team durchspricht, parallel vielleicht auch abgleichen kann mit eben Plänen oder Prozessen, die bereits vorbereitet wurden, zum Schauen, wie gehen wir wirklich in jedem Schritt dieses Szenarios vor. Dann Tabletop-Übung, da der Name kommt halt wirklich vom Tisch sozusagen, also man spielt ein Szenario durch, aber eben am Tisch. Also man setzt sich in einer Runde zusammen und wird sozusagen nicht aktiv in dem Sinne, wie es dann eben bei der Angriffssimulation der Fall ist, sondern man spielt die einzelnen Rollen durch, aber führt sozusagen nichts aus. Die Angriffssimulation, dann die letzte Stufe, wo man dann wirklich einzelne Schritte eines Angriffs eventuell simulieren kann, dadurch Alarme generieren kann und somit eben auch sehen kann, was wird denn alarmiert, wie reagieren die Personen darauf, die diesen Alarm erhalten, wo wird das hin eskaliert und so weiter und so fort. Wenn man eben sich für ein Tabletop-Szenario entschieden hat, den Teilnehmerkreis auch festgelegt hat, geht es natürlich daran, diese Tabletop-Übung vorzubereiten und dann auch die Durchführung zu begleiten. Ganz wichtig ist eben, dass man sich bewusst ist, für wen diese Übung ausgelegt ist und was für ein Szenario man beüben möchte, weil das natürlich sehr ausschlaggebend ist für die weitere Ausarbeitung des Szenarios. Das heißt,
wende ich mich eher an ein technisches Team, wende ich mich vielleicht an das Management. Dementsprechend muss natürlich einerseits das Szenario auch etwas angepasst werden und natürlich auch die Schritte, die dann in der Übung genauer angeschaut werden. Ganz wichtig hier bei der Entscheidung, wie man diese Übung aufbaut, ist eben auch schon die eigene Maturitätsstufe des Unternehmens. Denn je mehr man natürlich schon in die Vorbereitung investiert hat, eben je mehr Prozesse und Pläne im Voraus schon erstellt wurden, umso komplexer und weiter kann man natürlich in der Übung gehen. Wenn man da noch relativ am Anfang steht, macht es natürlich nicht Sinn, gleich mit dem riesen Szenario anzufangen, weil schlussendlich werden da dann so viele Learnings rauskommen und so viele Unklarheiten eventuell auch da sein, dass man vielleicht auch gar nicht mit dem ganzen Szenario durchkommt. Dann lohnt es sich eben wirklich mal im Kleinen anzufangen, mal sich ein erstes Thema rauszusuchen, dieses durchzusprechen und so eben von Mal zu Mal darauf aufzubauen, bis man dann wirklich eine umfassende Übung irgendwann dann mal machen kann, weil man jetzt sagen kann, wir haben gewisse Vorbereitungsschritte umgesetzt und wir wollen jetzt schauen, ob das auch so im Großen funktioniert. Wenn ich jetzt einmal diese 5 Arten durchgehe, werde ich immer die gleichen Kategorien einmal aufzeigen, was eben in der Vorbereitung beachtet werden muss oder auch in der Nachbereitung, da es eben wirklich Unterschiede gibt. Das Gedankenspiel, wie gesagt, man schnappt sich ein Thema, man überlegt sich eben eine kleine Sache, ein einzelner Punkt aus einem ganzen Cyberangriff. Das kann zum Beispiel zum Initial Access etwas sein. Wie sind die Angreifer reingekommen? Ich möchte mich da mal damit befassen, wenn zum Beispiel ein erster Alarm generiert wird. Wir haben hier seltsame Anmeldungen. Oder aber Thema Datenschutz. Ich möchte da einmal prüfen, wie unsere Prozesse vielleicht funktionieren, ob jeder weiß, was zu tun ist. Das heißt, das können ganz kleine Themen sein und dementsprechend ist das auch etwas, was sehr zu empfehlen ist für Schlüsselpersonen in diesem Incident-Response-Prozess. Das kann beispielsweise der CISO sein, das kann ein Head of einer Business Unit sein oder beispielsweise eben der Datenschutzbeauftragte, der sich diese Person einfach mal wirklich konkret ein Szenario vornimmt und sich im Kopf durchgeht, wie würde ich jetzt hier reagieren, was habe ich zu tun. Das kann zum Beispiel für einen Head of einer Business Unit auch bedeuten, mal durchzuspielen, wenn jetzt wirklich mal einen halben Tag, einen Tag oder noch länger beispielsweise das Netzwerk des Unternehmens ausfällt, kein Internet zur Verfügung steht. Wie können wir noch arbeiten? Wie können wir vielleicht offline weiterarbeiten? Auch solche Dinge können natürlich hier mit einfließen. Das Ziel dabei ist wirklich einfach mal selber die eigene Readiness zu challengen, mal zu schauen, ja, wie gut bin ich vorbereitet, weil viele dieser Personen sind einfach ein Zahnrad in diesem ganzen Prozess und das Ziel ist damit mal, das andere außen vor zu lassen, sondern wirklich sich auf sich zu konzentrieren, wie würde ich in dieser Situation umgehen. Dementsprechend ist der Umfang auch sehr klein, das können wirklich nur ein paar Minuten sein, wenn man dann gerade auch schaut, was brauche ich denn dazu? Einfach nur ein Thema, das ist alles. Ich muss eine Fragestellung haben, mit der ich mich ein paar Minuten auseinandersetze. Das kann beispielsweise sein, dass ich morgens beim Kaffee den Feed im Internet oder die Zeitung aufschlage, irgendeine Nachricht lese, die im Zusammenhang mit Informationssicherheit steht und mir einmal überlege, wie eben dieses Thema im eigenen Unternehmen gehandhabt werden könnte. Also sehr einfach umzusetzen und gerade eben diese Gedankenspiele sind auch für Unternehmen sehr hilfreich, die vielleicht nicht so viel in die Vorbereitung und in Übungen investieren können oder wollen. Was dann offen bleibt, alles, was man eben sich selber nicht erklären kann oder nicht nachschlagen kann, das wären dann eben Themen, die sinnvoll wären mitzunehmen und entweder ja im Team oder mit dem Vorgesetzten oder wem auch immer, der dafür verantwortlich ist, zu besprechen, um diese offenen Fragen zu klären. Wenn man nun einen Schritt weiter geht, der informelle Austausch, der eben sich mehr auf eine kleine Person
Gruppe bezieht. Das können wieder Schlüsselpersonen sein, das können aber auch einfach sonstige Mitarbeitende sein, einzelne Personen eines Teams, wo man eben auch gemeinsam mal sich einer Fragestellung stellt. Das können auch Erfahrungen sein aus dem täglichen Arbeitsleben, zum Beispiel wenn jemand etwas erlebt hat, eine Situation, kann man das auch einmal austauschen. Ich habe das so und so gemacht, wie würdet ihr das machen? Und dann werde auch mal teilen, was für verschiedene Herangehensweisen auch da sind. Das Ziel ist hier einerseits auch wieder die Readiness zu prüfen, zu schauen, eben sind wir vorbereitet, wüssten wir die ersten Schritte, die es jetzt zu unternehmen gilt und gleichzeitig aber auch Awareness zu schaffen für gewisse Thematiken. Vielleicht hört man mal, oh, wir hatten hier einen ganz seltsamen Fall letzte Woche in einem Security-Team, wie hättet ihr da reagiert? Das sind dann vielleicht Sachen, die man gar nicht so auf dem Schirm hat, an die man gar nicht zwingend immer gleich denkt. Der Umfang hier ist auch gar nicht so groß. Das kann manchmal auch sehr eben informell in Pausengesprächen mit einfließen. Oder eine gute Möglichkeit wäre eben auch, solche kleinen Themen in Team-Meetings mit einzubauen, dass man in regelmäßigen Abständen Zeit in einem Meeting reserviert, um eben zu einem Thema sich auszutauschen, was dann jemand mitgebracht hat. Das heißt auch hier, dass die einzige Voraussetzung ist eben ein Input zu einem Thema oder ein kleines Szenario. Kann eben auch wieder sein, wir haben was in den Medien gehört, gelesen oder eben jemand berichtet von einem Vorfall, den diese Person erlebt hat, wie sie damit umgegangen ist. Dann kann man auch nochmal prüfen, ob das eben vielleicht auch dem Vorgehen entspricht, wie es eigentlich festgelegt wäre und ob es da andere Herangehensweisen gibt. Auch dort schlussendlich natürlich alles, was offen bleibt, was nicht geklärt werden kann, wieder an die Vorgesetzten oder weitere Personen, wie eben, wenn es ein rechtliches Thema ist, an die Rechtsabteilung, wenn es Richtung Kommunikation geht, jemanden von der Kommunikation damit darauf ansprechen und so diese offenen Fragen klären. Eine weitere Möglichkeit ist dann der formelle Workshop. Das wäre dann, wenn wirklich ein Team zusammenkommt. Das kann eben aus vielen verschiedenen Bereichen sein. Wenn wir von Informationssicherheit sprechen, ist natürlich oft die IT oder das interne Security-Team, das solche Workshops durchführt, aber auch sehr interessant natürlich für das Management, weil ab einer gewissen Größe eines Vorfalls, wenn wir eben wirklich in den Bereich Notfall kommen und eben nicht mehr kleiner Inzident, dann ist früher oder später auch das Management gefragt und dort ist es auch genauso wichtig, dass eben die Abläufe geübt werden, dass die Verantwortlichkeiten klar sind und eben diese speziellen organisatorischen Strukturen, die es dann in so einem Incident-Management gibt, dass auch diese bekannt sind. Hier hat man auch natürlich das Ziel, Awareness zu schaffen, gerade vielleicht auch, wenn es Richtung Management-Ebene geht, einfach aufzuzeigen, auch was eben Risiken sind, was so ein Incident alles mit sich bringen kann. Und gleichzeitig dabei eben auch die Lücken aufzudecken, die in der Vorbereitung entstanden sind. Typisch nämlich für einen solchen formellen Workshop ist, dass man eben einen Vorfall einmal durchspricht. Das heißt, man geht dann wirklich von der Ausgangssituation die verschiedenen Schritte durch, kann diese eben auch gleichzeitig abgleichen mit vorhandenen Dokumentationen, Incident-Response-Plänen und sonstigen Prozessen, um wirklich zu schauen, wissen wir an jeder Stelle, was zu tun ist, kennen wir auch die weiteren Vorgehen, wenn zum Beispiel eine Entscheidung getroffen werden muss und bei den verschiedenen Ausgängen dieser Entscheidung, wie es dann weitergeht, ist eben alles dokumentiert, was wir benötigen. Dies kann dann schon auch mal ein paar Stunden bis zu einem halben Tag dauern, wo man sich wirklich die Zeit auch nehmen sollte, um eben diese Fragen einmal zu klären, gerade auch so Themen, ab wann beispielsweise trifft man die Entscheidung, ein Unternehmen vom Netz abzuhängen, wenn jetzt wirklich ein großer Vorfall, Ransomware im Raum steht. Wie gehen wir mit Lösegeldforderungen um?
Alles solche Themen, die es sich auf jeden Fall lohnt, auch im Vorfeld schon einmal zu besprechen, und im besten Fall wird auch schon die eine oder andere Entscheidung im Vorfeld treffen zu können. Alles, was dann an diesem Workshop natürlich besprochen wird und wenn eben auch schon Entscheidungen für einzelne Themen getroffen werden, sollten die natürlich dokumentiert werden, dass man dann im Notfall wieder darauf zurückgreifen kann. Und wenn eben in der Lücken in der Vorbereitung, in den Plänen ersichtlich werden, gilt es natürlich, diese im Nachgang zu schließen. Die Tabletop-Übung, nun jetzt eigentlich das Herzstück, wenn wir den Webinartitel auch noch einmal uns ins Gedächtnis rufen. Hier wird nun wirklich ein Angriff durchgespielt. Also es ist wie eine Trockenübung eben am Tisch, deswegen eben das Wort Tabletop. Also man führt nichts durch, aber man gibt den Teilnehmenden Inputs zu einem Angriff, auf die sie dann reagieren müssen. Das heißt, man geht es nicht Schritt für Schritt durch, sondern man startet mit einer Ausgangssituation, welche die Teilnehmenden dann bearbeiten müssen und auf verschiedene Wendungen im Szenario reagieren müssen. Dies wird häufig mit einzelnen Teams durchgeführt, kann dann aber auch ausgeweitet werden auf Abteilungen oder sogar auch firmenübergreifend. Also ich war auch schon bei großen Übungen dabei, wo dann wirklich aus den zentralen Abteilungen, wie eben das Security-Team, die Kommunikation, die Rechtsabteilung und sogar die Geschäftsführung, hatte ich auch schon einmal, wirklich die verschiedenen Personen an dieser Tabletop-Übung teilgenommen haben, um so ein Szenario, so einen Angriff möglichst realitätsnah durchspielen zu können. Hier vor allem im Zentrum, neben natürlich der Awareness, steht die Übung der Prozesse, die eben definiert wurden. Gerade eben diese Prozesse, die abteilungsübergreifend sind, wo etwas, wo jemand informiert werden muss, wo etwas eskaliert werden muss. Hier sieht man dann sehr schön, eben wissen wir, wer diese Personen sind und wie wir diese Personen erreichen können. Ein gern gesehener Incheck, wie wir es dann immer nennen, wenn eben weitere Informationen zur Übung hinzugefügt werden. Beispielsweise der CISO, der eben so einen Sicherheitsvorfall, Informationssicherheitsvorfall orchestrieren würde, ist in den Ferien oder ist krank. Wie wird darauf reagiert? Dann sieht man eben wirklich auch, beispielsweise auch Vertretungen definiert sind und eben diese Kontaktinformationen bekannt sind. Diese Übung dauert mindestens einen halben Tag, also unter einem halben Tag würde ich diese nie einplanen, weil das einfach, ja, man sonst keine Zeit hat, dieses Szenario in Ruhe durchzuspielen. Je nachdem eben, wie viele Personen involviert sind, wie komplex das Szenario ist, kann man das dann eben auch ausweiten, sogar bis zu einem ganzen Tag. Und hier ist es eben wichtig, ein detailliertes Szenario zu haben, möglichst realitätsnah, wo die Teilnehmenden dann wirklich die einzelnen Schritte dieser Incident-Response einmal durchspielen können. Dabei ist es eben auch hilfreich, kleine Inchecks, wie eben schon genannt, zu haben, wo man immer wieder neue äußere Einflüsse in die Übung mit reingeben kann. Das kann beispielsweise auch sein, nach ein paar Stunden ruft dann plötzlich oder meldet sich jemand jemand einer Zeitung, von sonstigen Medien und fragt einmal nach, ja, wir haben hier was gehört, wie sieht das aus? Das wären zum Beispiel so Wendungen, die dann eben einem Szenario noch hinzugefügt werden können, worauf die Teilnehmenden dann fortlaufend reagieren müssen. Und dementsprechend muss natürlich die Übung sehr detailliert vorbereitet werden und auch entsprechendes Übungsmaterial vorhanden zu sein, um eben diese Übung sehr realitätsnah durchführen zu können. Im Nachgang sollten Prozesse dann überarbeitet werden, wenn man merkt, dass dort noch gewisse Schwierigkeiten drinstecken, dass es noch nicht so rund läuft. Es kann auch sein, dass man merkt, dass gewisse Vorlagen vielleicht noch hilfreich sein könnten, gerade wenn es zum Beispiel um Pressemitteilungen geht. Weitere Punkte, die
die man vielleicht schon vorbereiten kann oder zumindest schon gewisse Bausteine vorbereiten kann. Sowas zu erstellen ist natürlich immer hilfreich oder dann eben auch die Mitarbeitenden zu schulen, weil man merkt, gewisse Abläufe wurden zwar definiert, aber werden noch nicht so gelebt, weil es vielleicht auch die Mitarbeitenden noch nicht so mitbekommen haben, wie sie in solchen Situationen zu reagieren haben. Wenn man hier dann noch einen Schritt weitergehen möchte, da geht es dann schon fast so ein bisschen ins Purple Teaming rein. Wenn man dann anfängt, wirklich gewisse Schritte des Angriffs zu simulieren, sodass dann eben auch bei den überwachenden Systemen Alerts kreiert werden und eben ein Team auch wirklich auf diese effektiven Spuren auch reagieren kann, eben auch in den Logdateien beispielsweise etwas findet. Das kann eben auch wieder für Security-Teams sehr interessant sein oder eben je nachdem dann unternehmensübergreifend geplant werden. Eben auch gerne so ein bisschen in der Mischung natürlich, sage ich mal, Tabletop mit gewissen Simulationen. Das Ziel ist relativ ähnlich wie bei einer Tabletop-Übung, nur dass hier natürlich auch nochmal spezifisch getestet werden kann, beispielsweise, was erkennen wir überhaupt, wie wird auf Alarme reagiert, vielleicht auch, wie schnell reagieren wir oder unsere Partner, wenn noch externe Partner beispielsweise in Form eines SOCs dabei sind. Und man kann eben auch mal schauen, die Prozesse, die man hat, wie stark ist dann da die Maturität beispielsweise. Wir haben gewisse Prozesse definiert. Wir gehen davon aus, dass wir dieses und sehen. Aber in der Simulation merkt man dann, vielleicht doch noch nicht ganz so gut, wie wir gedacht haben. Und dann kann man vielleicht auch da bei manchen Erkennungsmechanismen auch noch etwas justieren. Für diese Übung lohnt es sich wirklich einen ganzen Tag zu planen. Denn bis dann die Übung wirklich losgeht, bis eben beispielsweise die Notfallorganisation auch einberufen wird, dauert es natürlich auch schon ein bisschen Zeit und dass man dann wirklich eben auch noch die Zeit hat, um sich mit dem Vorfall zu beschäftigen, um Fragen zu klären und so weiter. Gerne auch dann so längere Übungen mit einem Debriefing schließen, dass man eben auch sehen kann, was haben jetzt die Teilnehmenden von diesem Tag mitgenommen. Dies ist natürlich die aufwendigste Übung, da es einerseits das detaillierte Szenario braucht und gleichzeitig aber eben auch diese Simulation. Diese Simulationen müssen in irgendeiner Form ausgeführt werden können. Das heißt, man braucht irgendeine Art von Attack Framework, um diese Spuren auch generieren zu können. Man braucht das Übungsmaterial und natürlich auch im Unternehmen die entsprechende Angriffsumgebung, weil ja, man möchte in den meisten Fällen dann doch nicht in der scharfen Umgebung, sage ich jetzt mal so, üben, sondern man hat dann vielleicht einen extra Laptop, einen extra Server, der bereitgestellt wird, um eben diese Übung durchführen zu können. Die Nachbereitung auch wieder sehr wichtig, einerseits eben zum Schauen, ob die Prozesse passen, aber eben auch, ob die technischen Maßnahmen, die umgesetzt wurden, eventuell noch verbessert werden können oder noch etwas zusätzlich hinzugefügt werden sollte. Die Zusammenarbeit beispielsweise mit Drittpartnern funktioniert oder ob man auch da noch einmal etwas nachjustieren muss. Das sind solche Themen, die dann im Nachgang genutzt werden können, um eben wieder die Vorbereitung zu verbessern. Ja, wenn wir jetzt von diesen Angriffsübungstypen sprechen, von diesen verschiedenen Arten von Tabletop, was sie natürlich alle gemein haben, ist, dass man eben ein Szenario, eine Fragestellung braucht, die man dann im Weiteren testen kann, üben kann. Das heißt, über allem steht eigentlich immer die Frage, was wäre, wenn? Und da ist es heutzutage eigentlich auch gar nicht mehr so schwierig, sich irgendwas zu überlegen, denn man hört halt in der Öffentlichkeit doch immer auch mehr von verschiedenen Angriffen, was so passiert ist. Und dann ist es ein einfaches, sich dort ein Beispiel rauszupicken und eben überlegen, was wäre, wenn das bei uns passiert wäre in unserem Unternehmen. Der Klassiker natürlich, Ransomware, eins der weit verbreitetsten Angriffsszenarien, wenn man jetzt im Bereich Cyberkriminalität von Cybersecurity spricht. Das heißt, ein mögliches Szenario ist eben genau das. Man hat die Meldung, alle Dateien sind verschlüsselt.
hier mal ein Ausschnitt einer Ransom Note, einer Angreifergruppe, wo man eben mal sieht, ja, so sieht das aus, damit könnte man natürlich starten. Das heißt, wenn man jetzt einem Team so eine Meldung vorlegt als Ausgangssituation, wie geht ihr damit um? In den besten Fällen existieren dann Playbooks, die eben einen solchen Vorfall beschreiben und eben auch die Antwort darauf beschreiben, was beispielsweise das Security-Team alles unternehmen muss. Eben gerade hier beim Thema Ransomware, das bietet sich natürlich einerseits für technische Übungen an, aber eben auch für die großen firmenübergreifenden Übungen beispielsweise, weil eben bei so einem Vorfall längst nicht nur die IT gefordert ist, sondern wirklich das ganze Unternehmen. Eine weitere Möglichkeit, Thema Schwachstellen, auch das hört man leider immer wieder. Es vergeht mittlerweile, glaube ich, selten eine Woche, wo nicht irgendeine neue Schwachstelle gemeldet wird. Hier ein Auszug aus dem CVE-Katalog der CISA, eine Liste aller bekannten Schwachstellen, die ausgenutzt werden. Dort kann man natürlich auch einfach hingehen, sich irgendeine raussuchen, am besten noch fährt eine zu einem System, das man selber im Einsatz hat, um das Ganze eben wieder ein bisschen realitätsnahe zu machen und dort einmal durchspielen, ja, wie reagieren wir, wenn wir jetzt heute so eine Meldung bekommen, unser System, unsere Firewall, was auch immer, hat eine Schwachstelle. Oder auch etwas, vielleicht eben ein bisschen im kleineren Rahmen, die Kompromittierung eines Microsoft 365-Accounts fängt meistens relativ klein an, kann aber eben auch schnell sehr große Auswirkungen haben. Gerade Datenschutz ist hier dann schnell einmal ein Thema, wenn eben plötzlich Inhalte einer E-Mail-Box veröffentlicht werden, weil sie vom Angreifer eben abgegriffen wurden. Da sind dann wieder andere Themen wichtig, ja, wie werden die Benutzer gesperrt, wie werden Passwörter zurückgesetzt und so weiter. Auch das durchaus ein sehr realistisches Thema, da gerade so Phishing-Wellen immer hoch im Kurs sind. Das waren jetzt so ein paar Gedanken, wie man eben ein Szenario aufbauen kann. Natürlich sehr oberflächlich, wenn es dann eben in eine komplexere Übung geht, bedarf es hier natürlich noch weiterer Vorbereitung und Ausarbeitung der einzelnen Szenarien. Was ich Ihnen jetzt zum Schluss noch mitgeben möchte, aus den Erfahrungen, die wir einfach in den letzten Jahren auch sammeln konnten, die Lessons learned sozusagen, so ein paar Stolpersteine, die es zu bedenken gibt, die ich Ihnen gerne hier teilen möchte. Wichtig ist natürlich, dass wenn man eben solche Übungen plant, dass man auch die entsprechenden zeitlichen Freiräume schafft. Das heißt, es ist schade und es bringt dann auch nichts, wenn man eine Übung geplant hat und dann die Hälfte der Leute aus dieser Übung rausgerissen werden, nur ein Teil der Zeit vor Ort sind beispielsweise und nur ein Teil der Übung mitmachen können. Der Effekt ist halt viel kleiner. Das heißt, wenn man sich wirklich den Aufwand betreibt, eine solche Übung durchzuführen, sollte man wirklich auch schauen, dass die Teilnehmenden entsprechende Blocker haben und eben nicht für andere Aufgaben an diesem Tag abgezogen werden. Wichtig ist auch, wenn man eben gerade so größere firmenübergreifende Übungen durchführen möchte und beispielsweise eben auch externe Partner mit einbeziehen möchte in diese Übung, ist es immer zu empfehlen, diese auch zu informieren. Klar, man kann natürlich vielleicht in manchen Szenarien sagen, ja, wir wollen genau eben testen, wie diese Reaktion der Partner funktioniert, aber meistens ist ja doch der Fokus eher auf dem eigenen Unternehmen und jeder externe Partner wird es Ihnen danken, wenn Sie zumindest vorgewarnt wurden, ja, an dem Tag möchten wir keine Übung durchführen. Wir würden beispielsweise gerne mal unser SOC, die SOC-Alarmierung durchspielen. Wir würden gerne mal die Alarmierung eines externen CC-Teams durchspielen. Gerne einfach anmelden. Das wird Ihnen jeder verdanken. Wichtig eben, die verschiedenen Übungstypen, die es gibt, haben alle verschiedene Ziele oder je nachdem auch verschiedene Teilnehmerkreise. Und deswegen ist es eben so wichtig, sich am Anfang auch zu überlegen und zu definieren, was man eben mit wem man welche Themen üben möchte,
dass man so das Szenario eben auch darauf abgleichen kann, weil zu technische Szenarien beispielsweise mit einem Management-Team zu üben, hat keinen Sinn. Gleichzeitig, wenn man mit einem technischen Team dann zu schnell in solche Fragen gerät, wie was das jetzt für Auswirkungen auf das Unternehmen hat, kann man schnell merken, dass es dann nicht mehr so passt und man dort nicht so wirklich vorankommt. Und gerade wenn es dann Richtung Simulation geht, aber vielleicht auch beim Thema Abläufe, nie unterschätzen, dass natürlich so eine Übung eben auch sehr frei ist. Das heißt, man startet zwar mit einer Ausgangslage, kann aber natürlich nicht direkt sagen, wo es denn hingeht und ob die Teilnehmenden dann wirklich auch so reagieren, wie man davon ausgeht oder wie man das sich vorstellt. Da kann man natürlich durch die Moderation auch noch ein bisschen eingreifen und lenken. Aber auch hier ist es gut, wenn man vielleicht noch so ein, zwei Reserven parat hat, falls eben die Übung nicht ganz so verläuft, wie man es geplant hatte. Und zum Schluss, wie auch schon am Anfang erwähnt, es ist wichtig, wirklich nicht zu viel auf einmal zu wollen. Gerade wenn man mit Tabletop-Übungen beginnt, lieber im kleinen Kreis beginnen mit einer gut definierten Thematik und dann darauf aufzubauen. Denn wenn man von Anfang an zu viel möchte, wirft man im schlimmsten Fall mehr Fragen auf, als dass man eben Antworten geben kann und somit wirklich im Kleinen anfangen und darauf basiert dann weitere Übungen aufbauen. Schlussendlich bleibt mir nichts anderes zu sagen, als ja, Sie zu ermutigen, Ihre Vorbereitung auch zu üben, zu schauen, ob die Maßnahmen, die Sie umgesetzt haben, die Prozesse, die definiert wurden, in der Praxis dann auch so funktionieren. Und ja, es ist leider so, man würde sich vielleicht anders wünschen. Es sind genügend Informationen vorhanden zu Cyberangriffen und Sie können sich von diesen Vorfällen inspirieren lassen und sich selber challengen, wie würde Ihr Unternehmen in so einem Fall vorgehen, wie würden Sie darauf reagieren. Steigen Sie nicht zu komplex ein, fangen Sie im Kleinen an und bauen Sie so Schritt für Schritt Ihre Vorbereitung weiter aus. Das wäre es von meiner Seite zu dem Thema Tabletop und wir können gerne einmal zu den Fragen übergehen. Genau, da meldet sich nochmals die Stimme aus dem Off. Es sind viele Fragen eingetroffen. Wir haben auch noch ein, zwei Minuten Zeit übrig. Sie dürfen gerne weiterhin Fragen an Tabea stellen. Nutzen Sie dazu die Q&A-Funktion. Ich versuche da ein bisschen zusammenzufassen. Die erste Frage, wir sind im Bereich Incident Response noch ganz am Anfang. Wo soll ich beginnen? Was sollen wir üben? Genau, ja, wie schon angesprochen, das ist gar kein Problem. Also man kann eben auch starten, wenn man zum Beispiel noch nicht komplette Notfallpläne erstellt hat. Dort würde ich wirklich sagen, mal im Kleinen, vielleicht in einem kleinen Team starten, zwei, drei Kollegen zusammenrufen, sich mal eine Stunde ein Meeting reservieren und dann wirklich mal, vielleicht gerade was Kürzliches irgendwie in den Medien war, hernehmen und wirklich mal zusammen besprechen, was hätte das jetzt auf unser Team vielleicht für einen Einfluss, wie würden wir reagieren, dann kommt es dann eben darauf an, jetzt was für ein Team man ist, was der Impact ist, aber dass man das wirklich im Kleinen einfach mal in einer kleinen Runde eine Stunde ein bisschen durchspricht und dann wird sich schon sehr schnell, denke ich, rauskristallisieren, wo man weiß, was man zu tun hat, wo man die Ansprechperson kennt und wo man eben noch sehr unsicher ist und das dann eben vielleicht in eine größere Runde tragen, an den Vorgesetzten, an die Teamleitung beispielsweise, um zu sagen, ja, wir haben hier irgendwie gemerkt, wir wissen gar nicht genau, was wir tun sollen und es dann dort weiter klären zu können. Dann eine sehr, sehr gute Frage. Soll ich eine Tabletop-Übung mit allen Beteiligten im Voraus angekündigt werden oder sinnvollerweise auch einmal unangekündigt durchgeführt werden? Was meinst du dazu? Genau. Da würde ich auch empfehlen, wenn noch nie eine Tabletop-Übung gemacht wurde, die vielleicht einmal anzukündigen, um eben da dann primär mal zu schauen, sind die Abläufe klar, eben sind die vorbereitenden Maßnahmen, die man getroffen hat, können die so umgesetzt werden?
Und wenn man dort diese Basis gelegt hat, kann man durchaus eben auch mal eine Übung durchführen, wo dann nur gewisse Leute ja, involviert sind oder vorgewarnt wurden und der Rest des Teams dann wirklich blind einmal schauen muss, wie sie jetzt hier reagieren. Da ist dann natürlich wieder die Frage, wie man sie zusammenbringt, wie man eben sicherstellen kann, dass sie zum Beispiel auch die Zeit haben, um diese Übung durchzuführen. Genau, weil ganz blind ist dann vielleicht auch schwierig, weil dann eben das Tagesgeschäft natürlich nebenher auch noch stattfindet. Kann man natürlich aber zu einem späteren Zeitpunkt auch machen, dass man sagt, ja, jetzt möchten wir auch mal schauen, wie denn ein Team unter eben dann doch unter erhöhtem Stress reagiert, wenn eben Tagesgeschäft und Übung parallel nebeneinander herläuft. Quasi dann wie früher in der Schule, Montagmorgen Überraschung, Französischprüfung. Genau. Du hast, zu guter Letzt, du hast die Geschäftsführung erwähnt. Welche Szenarien, Übungen sollen mit dem Management durchgeführt werden? Beziehungsweise ein bisschen spitzfindiger, wo sollte die Geschäftsleitung involviert werden bei solchen Übungen? Genau, gerade bei zum Beispiel so diesen groß angelegten Szenarien, wie jetzt beispielsweise Ransomware, ist es auf jeden Fall hilfreich, auch die Geschäftsleitung in eine Übung mit einzubeziehen. Auch hier würde ich eben empfehlen, erst mit dem Security-Team das durchzuspielen, dass eben dort die Abläufe schon mal sitzen und dass man dann in einem zweiten Schritt die Geschäftsleitung auch mit in so eine groß angelegte Übung mit einbezieht. Denn schlussendlich ist natürlich da auch wichtig, wenn man zum Beispiel den Krisenstab hat, teilweise sind dort ja auch Mitglieder der Geschäftsleitung mit drin oder aber eben die Geschäftsleitung muss über solche Vorfälle auch informiert werden. Und auch diese Abläufe, diese Prozesse lohnt es sich eben ab einer gewissen Maturität durchzuspielen und zu üben. Sehr schön, vielen Dank. Das wäre soweit von den Fragen vorerst aus der Runde. Wunderbar, dann bedanke ich mich recht herzlich für Ihre Aufmerksamkeit. Auf Wiedersehen.